und mach die Tür auf. Mr. Marconi? Bin sicherlich kein Vertreter. Mach die Tür auf. Oh. Puh. Ich bin froh, dass Sie es sind. Aber machen Sie das bitte nie wieder. Verdammt, Hex, wovon redest du? Davon, mich so zu erschrecken. Neue Hosen kann ich mir gerade nicht leisten. Mann, Cannelloni. Hast du mich gerade Cannelloni genannt? Ach, kommen Sie. Ich hatte eine schreckliche Nacht. Könnte schwören, dass mir jemand die ganze Zeit ins Ohr geflüstert hat, dass ich verflucht bin. Und ich bin fast sicher, dass ich wieder in den Schrank gepisst habe. Ah, weißt du, was für ein Tag heute ist? Oh nein. Wollen Sie etwa das Frettchen aus dem Rohr entfernen? Ich weiß nämlich nicht, ob ich es körperlich ertragen kann, ihn den ganzen Tag ins Maurer-Dekolleté zu sehen. Echt witzig. Die Miete, Hicks. Wie immer bist du zu spät dran. Ich sehe mein Geld nicht. Ich auch nicht, Mr. Marconi. Aber kommen Sie schon. Bin doch nur ein paar Tage überfällig. Keine große Sache. Du schuldest mir die letzten 3 Monate. Oh, da muss es wohl irgendwo Probleme mit dem Papierkram gegeben haben. Verdammte Bürokratie. Ich werde mal mit meinem Finanzberater reden. Ich melde mich bei Ihnen so schnell ich kann. Bitte, Hicks. Du hast so viel mit einem Finanzberater am Hut wie ich mit Ballettschuhen. Lass dir was Besseres einfallen. So wie damals, als ich sie mit Goldmünzen bezahlen wollte? Das waren golden angemalte Kronkorken. Ich habe 3 Wochen gebraucht, um die Farbe von meinen Händen zu kriegen. Mr. Marconi, ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Da bin ich sicher. Ich habe das Gefühl, wir driften auseinander. Wovon redest du da? Ich treffe jemand anders. Verstehen Sie das nicht falsch? Ich liebe Sie noch immer und alles. Es ist nur... Ich glaube nicht, dass das mit uns beiden was wird. Was zur Hölle? Nein, sagen Sie jetzt nichts. Wir beenden das besser jetzt, bevor das Verlangen uns übermannt. Aber halten Sie mich. Nur ein letztes Mal. Gottverdammt, gib mir einfach mein Geld. Mir reicht's. Mr. Marconi, ich habe ein Problem. Du wurdest mit einem Problem geboren. Nein, so war das nicht. Das Ding ist, mein Job macht mich wirklich fertig. Ich werde ausgebeutet. Es kommen immer hunderte von Bestellungen rein, die alle pünktlich und in perfektem Zustand geliefert werden müssen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Mir egal. Die Kunden. Alles Egoisten. Die sagen nie Danke oder schönen Tag noch. Die behandeln mich wie Dreck, wissen Sie? Als hätte ich keine Gefühle. Die sagen nur Sachen wie, das Paket ist kaputt. Das Paket sollte nicht tropfen. Das ist nicht die Adresse, die Sie suchen. Ist es denn so viel verlangt, dass Sie einfach unterschreiben und Ihr kaputtes Paket behalten? Randall. Ja, Mr. Marconi? Du arbeitest für den schäbigsten Kurierdienst der Stadt. Und du denkst länger darüber nach, wie du von der Arbeit wegkommst, als du tatsächlich arbeitest. Wow, 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 Mr. Marconi. Das ist aber so nicht ganz richtig. Doch, das ist es. Randall, du bist wie ein Sohn für mich. Weißt du, was das heißt? Dass Sie bereit sind, mich zu unterstützen, bis ich meinen eigenen Weg finde? Oh mein Gott! Wollen Sie mir mein erstes Auto kaufen? Danke, Daddy! Jesus Christ! Deine Eltern tun mir leid. Danke, Mr. Marconi. Sie sind wie der Vater, den ich immer wollte. Dieses Jahr zum Vatertag mache ich Ihnen eine ganz besondere Karte. Mit Macaroni und Glitzer. Du machst mich fertig, Hicks. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Mitbewohner Mortimer. Der ist ein echter Arbeiter. Wovon reden Sie da? Der Typ ist seit Monaten nicht aus seinem Zimmer gekommen. Er ist der perfekte Mieter. Er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen Ärger. Alles, was du kannst, ist mir das Leben zur Hölle machen. Ich weiß, Mr. Marconi, keine Megafone mehr nach 10 Uhr, wie versprochen. Und soweit ich weiß, spricht Mortimer nicht mal unsere Sprache. Lass ihn in Ruhe! Versuch lieber selber verantwortungsvoller zu sein, Hicks. Wie wäre das? Fang mal was mit deinem Leben an, Herrgott nochmal. Ja, ja, geht sofort los. Übrigens, Sie sagten, Sie würden mir mein Megafon wiedergeben. Ich will mein Geld. Jetzt! Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte Sie bezahlen. Gott! Oh, ich hatte gerade das, was man in Alkoholikerkreisen als Moment der Klarheit bezeichnet. Ich habe meine Hälfte letzte Woche Mortimer gegeben. Das reicht, Hicks. Dein Mitbewohner ist ein vielbeschäftigter Mann, also erspar ihm deine Lügen. Geh da rein und bring das in Ordnung.
Ich gehe nicht hier weg, bevor du bezahlt hast. Okay. Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Sehe ich für dich aus wie Krösus? Jetzt, wo Sie es sagen. Sie sehen eher so aus, als müssten Sie in einer Mülltonne wohnen. Sehr witzig, Hicks. Weißt du was? Ein Anruf von mir und du wärst Fischfutter. Nee, ich bin nicht der Typ für marine Fauna. Aber wenn eins dadurch klar wird, dann das, dass Sie ein wohlhabender Mann sind. Da fällt's doch gar nicht auf, wenn ich diesen Monat keine Miete zahle. Hicks! Okay, Mr. Marconi. Ich sehe mal, was ich machen kann. Okay. Mortimer, der Vermieter war gerade hier. Er sagte was von Schulden und etwas über Körperteile, die er uns ausreißt. Also bitte, komm aus deiner Gruft, damit wir das regeln können. Ah ja, und er sagte, er hasst dich. Mortimer, lass den Scheiß und gib mir das Geld, oder du wachst morgen mit meinem Kopf auf deinem Kissen auf. Und du bist der Nächste. Wenn ich ihm sage, dass du Mrs. Marconi Liebesbriefe geschrieben hast, gehst du mit unter, mein Freund. Ich hab kein Wort verstanden. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass einmal Knurren Nein heißt und zweimal Ja. Ich bin schon so weit, dass ich dir einfach die Tür eintrete und dir aufs Dach steige. Warte mal, dreimal Knurren? Alter, die Ansage war, zwei heißt Ja, eins heißt Nein. Aber drei? Was soll das? Okay, Mortimer, du bist auf dich allein gestellt. Wenn der alte Marconi hier reinschneit, werd ich weit weg sein. Und dann bist du seiner Gnade und der fetten, pochenden Ader auf seiner Stirn ausgeliefert. Und wirst dir wünschen, du hättest mich nicht so mit deinem Geknurre verwirrt. Okay. Zimmer. Feuertreppe. Zimmer. Die Feuerleiter, hm? Ja, gute Idee. Ich mag diesen metallischen Klang. Da fühle ich mich sicher. Was zur Hölle war das? Kam das von der Feuerleiter? Vielleicht sollten wir nochmal darüber nachdenken. Aber so furchteinflößend wie Marconis haarige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Oder vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein scheiß Monster in der Gasse. Wow, jetzt mal im Ernst. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Okay, ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. All das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grozer. Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran. Oh, bleib lieber von ihr weg. Nur damit bekomme ich die Leiter nicht los. Das behalte ich lieber. Okay. Auf keinen Fall, das ist mein Entenbügel. Kann ich vielleicht kombinieren? Moment. Wow, sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Ah, ja. Perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden. Und die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht?
Das habe ich mir also nicht eingebildet? Du bist verflucht! Oh Mann, hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens, bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt reicht's. Niemand verflucht Randall. Hallo, Mrs. Grozer. Wie läuft's und wie geht es Mr. Grozer? Ist seine Hüfte schon wieder in Ordnung? Das mit dem Rollschuhvorfall, das tut mir aufrichtig leid. Ich hätte wissen sollen, dass ihn die Treppe runterschubsen keine gute Idee war. Normalerweise erzähle ich den Leuten einfach, dass es Mortimer war. Tschüss, Mrs. Grozer. Grüßen Sie Mr. Grozer von mir. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh, der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht! Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Okay, der ist ein bisschen verwirrt. Aber jetzt habe ich doch die Hitze doch ein bisschen Durst bekommen. Ich bin kurz weg. Ich muss das mal kurz erledigen. Ich habe Riesendurst. Bei mir hat der Bruder hat es gerade nicht so viel Grad. Ich bin wieder zurück. Moment. Unprofessionelle Let's Player rockt. So. Mann, in der Wohnung hat es Pluskarte und ich muss aufnehmen. Also, du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage als Fluchbringer sind gezählt. Schon wieder falsch. Ich bin kein Penner. Klar bist du das. Und ein hartes Trinkproblem hast du auch, würde ich sagen. Junge, du könntest dich kaum mehr täuschen. Ich bin Geschäftsmann und ich trinke nur Energy Drinks. Oh, na dann bitte ich vielmals um Verzeihung, Gordon Gecko. Ich wusste nicht, dass das hier Ihr Büro ist. Vorsicht, wenn Sie raus auf die Straße gehen, nicht, dass Ihr hübscher Anzug dreckig wird. Okay, das war ein Tiefschlag, Junge. Ein Geschäft leiten ist kein Spaziergang, weißt du. Wenn du es etwas bringen willst, musst du ganz unten anfangen. Ja, naja, da bist du dann klar im Vorteil. Tiefer geht's für dich nicht. Außerdem weiß jeder, dass Betrunkene immer die Wahrheit sagen. Wenn du also sagst, ich wäre ein betrunkener Penner, ich aber behaupte, ich wäre keiner, würde das nicht in einem Paradoxon resultieren, du Klugscheißer? Okay. Mal sehen, du ziehst dich an wie ein Penner, du riechst wie einer und nichts, was du sagst, ergibt Sinn. Okay, einigen wir uns auf Geschäftspenner. Wärst du an einer würgenden Katze interessiert? Nein, eigentlich nicht. Hab oh zwei. Mann, armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da 2 Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt?
Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Aha, und wie? Reden wir hier von Exorzismus? Weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Nicht diese Art von Fluch. Egal, wie ich schon sagte, ich bin Geschäftsmann. Wenn du mehr wissen willst, ruf einfach in meinem Büro an. Hier ist meine Karte. Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und es steht keine Nummer drauf. Okay. Der Penner sagt, das ist seine Visitenkarte. Alles klar. Dann geh mal. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Okay. Da haben wir eine Bibliothek. Na, kann man da rein vielleicht? Geschlossen. Okay, dann gehen wir. Oh, das dreht das. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wondermatic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Na ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Defekt. Nichts von Interesse. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Ich brauche sofort medizinisches Equipment. Dieser Mann verblutet. Tut mir leid, ich bin gerade echt beschäftigt. Wenn da alles voll Blut ist, machen Sie es doch bitte sauber, bevor Sie weggehen. Okay. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht.
Was glaubst du, was du da machst, Junge? Hallo, meine lieben Freunde, das war's von Randall's Monday. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt mir gewogen mit einem Abo und einem Daumen rauf. Unten in der Videobeschreibung der Link zu meinen laufenden Let's Plays. Danke an den lieben Lunk, der mich immer wieder unterstützt. Und ja, bis zum nächsten Mal verbleibe ich als euer Gaming Dragon mit einem heißen Feuer für diesen Part.